Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat, jeder Krieg hat eine Vorgeschichte und der Bosnienkrieg war das Ergebnis des gesellschaftlich-politischen Versagens des ehemaligen Jugoslawiens in den 80er Jahren. Während sich die kommunistische Spitze des Staates nicht einigen konnten, wie sie die Transition in eine demokratische Gesellschaft vollziehen soll und gleichzeitig die Macht erhalten kann, fand eine Anarchie in Ex-Jugoslawien in brutalster Form statt. Die Folge war, die alten Machthaber mit Unterstützung der nationalistischen Bewegungen unter dem Deckmantel Selbstbestimmung der Völker konnten den Regierungswechsel vollziehen und gleichzeitig ihre korruptes Dasein zum Teil bis heute behalten. Der Preis dafür: Hunderttausende Tote und Millionen Vertriebenen auf allen Seiten. Kolleginnen und Kollegen, das sagt uns, dass uns die Nationalisten im Unterschied zu Demokraten zwangsläufig früher oder später in den Krieg treiben. Das hat leider auch die internationale Gemeinschaft seinerzeit nicht sofort erkannt, sondern sie hat vielmehr je nach Konstellation versucht, den Zerfall Jugoslawiens aufzuhalten oder unter dem Motto Selbstbestimmung der Völker eine der Seiten eingenommen. Die Selbstbestimmung der Völker kann aber nur in einer multinationalen Gesellschaft funktionieren, wenn man gleichzeitig die Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen zur Grundlage nimmt. Vukovar in Kroatien schon vorher und später Sarajevo, Ahmići, Bugojno bis hin zum Genozid in Srebrenica war ein Kolo des Grauens, in dem auf allen Seiten ihr Kriegsverbrecher ihr Unwesen trieben. Kolo ist ein im Kreise drehender Volkstanz der Westbalkanvölker. Nach dem Genozid in Srebrenica und in der Ohnmacht der internationalen Gemeinschaft schloss man das Dayton-Abkommen, in dem man zwar das Grauen des Krieges beendete, aber dafür bis heute die korrupte Nationalisten scheinbar belohnte. Deswegen hat in Bosnien-Herzegowina bis heute keine Seite weiße Handschuhe an, leider oft auch wir selbst nicht. Demokratie statt Stabilokratie muss unsere Devise sein. Es ist enorm wichtig, dass wir aus der freien demokratischen Welt und zur demokratischen Grundordnung in Bosnien-Herzegowina und auch auf dem Westbalkan bekennen und uns mit den demokratischen Kräften vor Ort aktiv solidarisieren. Wir müssen diese demokratischen Kräfte beim Aufbau der demokratischen Grundordnung sowie bei der Funktionalität demokratischen Institutionen aktiv unterstützen. Dabei reicht es nicht aus, allein die zivile Gesellschaft auf die zivile Gesellschaft zu bauen, sondern es muss auch diesbezüglich die politische Entschlossenheit und die Geschlossenheit in der EU vorhanden sein. Vor allem aber darf es kein Handeln mit den Nationalisten um unsere demokratischen Grundwerte gehen. Denn nur Demokraten aller Couleur, vernetzt auf dem Westbalkan, können den Frieden sichern und in die EU führen. Kolleginnen und Kollegen, das Allerwichtigste ist jedoch, dass wir unsere Einstellung in unseren Köpfen verändern. Adis, dem heute mein besonderer Dank gilt, auch für diese Stunde hier, aber auch Jasmina, ich, Luisa, Boris, Irene und viele andere Kolleginnen und Kollegen hier unter uns, die aus dem Westbalkan stammen, tun ihr Bestes für unsere gemeinsame Heimat Deutschland. Es sind viele Serben, Kroaten, Bosniaken, Montenegriner, Nordmazedonier, Albaner unter uns in Deutschland und Europa, die friedlich Schulter an Schulter mit ihren persönlichen Fähigkeiten unser Land bereichern, ohne dass wir ihre nationalen Unterschiede kennen. Warum ist das in Deutschland und EU möglich und nicht auf dem Westbalkan? Meine Antwort darauf ist: Es liegt am System und nicht an den Menschen. Deshalb müssen wir mit den Menschen in Bosnien-Herzegowina und auf dem Westbalkan auf ihren Weg in die EU das System ändern. Das sind wir vielen tapferen Demokratinnen und Demokraten in Bosnien-Herzegowina und Westbalkan schuldig. Denn spätestens Putins Angriff auf die Ukraine hat uns gezeigt, dass die Sicherheit des Westbalkans auch unsere eigene Sicherheit ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Und die nächste Rednerin in der Debatte, Renata Alt, FDP-Fraktion.